Die Welt ist wundervoll und man muss sich ständig wundern. Gregor Seeberg war mit seinem neuen Programm Wunderboy in Wiener Neudorf zu Gast. Ich merke, dass ich älter werde. In Wiener Neudorf gab es Wunderboy, das Kabarettprogramm von Gregor Seeberg, zu sehen. Bekannt ist der gebürtige Grazer aus Film und Fernsehen. Nun stellt er in seinem Programm tiefgehende Fragen über die Menschheit. Aber es gab eine Phase, da bin ich ein bisschen geärgert drüber, dass wir so, ich sage es einmal ganz einfach, dass wir ein bisschen blöd sind. Dass wir aus diesen vielen Möglichkeiten, die wir haben, nichts Klasses machen, sondern immer eher Negatives machen. Und jetzt wundere ich mich nur mehr und schaue mir das so von einer bisschen heiteren Seite an. Den Menschen in seiner Unvollkommenheit. Ich glaube, dass Gott, also den Menschen erschaffen hat, ja. Ich glaube wirklich, dass er gar nicht da, er hat einen Pfuscher geschickt und gesagt, mach da irgendwas und so. Es kann nicht Gottes Wille sein. Wir haben eigentlich schon sehr lange immer versucht, Gregor Seeberg zu bekommen. Jetzt ist mir endlich gelungen. Ich habe ihn selbst vor ein paar Jahren bereits in der Stadtgalerie in Mödling kennengelernt und er hat da wirklich ein tolles Programm gehabt. Ich gesagt, es wäre wert, das auch in unseren Kulturprogramm hineinzubringen. Vielleicht ist ja Gott drauf gekommen, dass er sich verschöpft hat. Er schaut uns an und sagt, nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich nicht gehen. Ja? Worüber wundern Sie sich noch? Über nichts mehr. Na, also wundern. In der heutigen Zeit kann man sich über alles wundern, was möglich ist, aber nichts Konkretes. Worüber ich mich wundere, um Gregor Seeberg zu zitieren, dass die Welt noch steht. Was ist mit unserer Welt passiert? Die Welt wird immer egoistischer, keiner nimmt Rücksicht mehr auf die anderen. Und eigentlich alles, was klar ist, was man nicht tun soll, passiert jetzt. Man braucht sich nicht wundern, wenn man schaut, was rundherum ist. Und eines sage ich, den Putin soll der Blitz treffen und seine Umgebung. Solange es die Welt gibt und solange es die Welt geben wird. Es passiert immer was, also nur keine Panik. Lachen hilft, oder? Ja, man kann nur. Man soll den Humor nicht verlieren, sonst ist es aus. Und wenn man schon älter ist, umso mehr. Das hilft. Optimistisch bleiben und jeden guten Tag einen guten Tag nennen, sagen wir es so. Sie hat ja schon viel gelacht? Ja, ich muss sagen, es ist eher nachzudenken, weil er schon recht hat. Was macht man denn falsch? Wir könnten den ganzen Tag mit Liebe, mit Humor und mit Freundlichkeit begehen. Überlegen uns aber immer nur so aus dem Spion schauend, was will denn der von mir, der will sich was Böses. Ja, vielleicht will er gar nichts Böses. Und wir haben einfach nicht geschafft, das Böse in uns zu besiegen. Ist der Fehler. Wussten Sie, dass man das Alter des Kindes an den Augen regelt?